ein Hundertstel, dann sind die alle kleiner als ein Zehntel. Und das heißt jetzt, dass ich den letzten Term absorbieren kann. Ja, jetzt ist die übliche Sache, eine Zahl, ich deute das mal an, also ein y ist kleiner gleich c plus c2 epsilon y. Ja? Dann machen Sie epsilon kleiner als 1 durch c2 und dann ziehen Sie es ab, ein halb y, und dann haben Sie y kleiner gleich 2c. Ja, für geeignetes epsilon. Ja, dieses Argument wende ich jetzt hier drauf an, das ist y. Also mit dem Argument bekommen Sie, dass das VL in der H2-Norm, ja, weil dieser letzte Term absorbiert wird, ist kleiner gleich Konstante mal F in der L2-Norm und Gradient VL in der L2-Norm. Ja, und jetzt hatten wir vorhin ja schon das Argument, Gradient VL kann ich immer durch so eine Test mit VL-Rechnung schon abschätzen durch die L2-Norm. Ja, also ich mache das mal jetzt nicht mehr so ausführlich. Also alle VL sind in H2 mit Abschätzung und dann ist eben auch U in H2 mit Abschätzung. So, das beende dann Schritt 3. Achso, meinen Sie dieses L, was ich hier vergessen habe? Das muss immer FL sein, ne? Das VL ist durch FL abgeschätzt. Jetzt, hier bin ich natürlich sehr lax, ist mir schon klar, aber hier geht nochmal ein, was wir vorher berechnet haben. Ja, was ist denn die L2-Norm von dem FL? Das FL steht ja hier, ja? FL haben wir hier berechnet, das ist ein F mal Eta L, das ist L2 beschränkt. Und die anderen Terme, haben wir gesagt, ist immer wie Gradient U mal irgendeine beschränkte Funktion. Das heißt, die L2-Norm von dem FL ist tatsächlich bis auf eine H1-Norm von U, ja, Entschuldigung, die L2-Norm von FL ist entweder wie F oder wie die L2-Norm von Gradient U. Das heißt, hier kommt dann auch L2-Norm von F oder L2-Norm vom Gradienten. Gradient U ist wie Gradient VL, weil die ja nur bis auf die Abschneidefunktion miteinander voneinander unterschiedlich sind. Ne? Okay. Also, das war nun wirklich nicht in allen Details, aber also abgesehen davon, dass ich nicht besonders viel Lust drauf hätte, alle Details vorzutragen und dass ich vielleicht auch gar nicht in der Lage wäre, das so gut zu machen, ist es auch manchmal gar nicht gut, wenn man alle Details sich anschaut, wenn man dann irgendwie so in der Technik verloren ist, dass man jetzt den groben Ablauf nicht mehr sieht. Insofern bin ich jetzt eigentlich gar nicht so unglücklich damit. Also wir müssen halt im ersten Schritt gerade Biegen des Randes machen und dann sagen immer in jedem, ja, durch dieses gerade Biegen, da haben wir eigentlich einen ähnlichen Effekt gehabt. Ja, da haben wir so einen kleinen Störterm auf der rechten Seite. Und jetzt haben wir es hier nochmal gehabt. Also der kleine Störterm war da, weil die Phi-Abbildung fast die Identität war. Und was es nicht die Identität war, war auf der rechten Seite, es war klein. Und hier haben wir, das A ist ja fast konstant und was es nicht konstant ist, ist auf der rechten Seite. Ja, ich habe jetzt, also Sie sprechen an, das ist jetzt gar nicht so klar, warum hier in dieser H1-Norm sozusagen, in der Norm der Gradienten, das steht hier mit den VL. Naja, okay, aber ich glaube, es ist dann doch alles in Ordnung, weil das Gradient VL ist ja einfach Gradient U mal Eta L plus U Gradient Eta L. Das heißt, tatsächlich kann ich die L2-Norm des Gradienten abschätzen durch die L2-Norm von Gradient U. Das ist ein beschränkter Vorfaktor, und U selbst. Also wenn ich auf der rechten Seite immer nur Gradient U habe, aber in dem anderen Schritt, den wir hatten, Testen mit U, liefert mir H1-Abschätzungen für U, steht da wirklich nur H1
Abschätzung von, also die H1-Norm von U auf der rechten Seite. Da haben wir aber gesehen, die H1-Norm von U können wir durch die L2-Norm von U kontrollieren. Das war das Test mit U. Es ist weder schön noch besonders übersichtlich, ich gebe es zu. Aber, also ich habe diesen Beweis auch irgendwann gesehen. Ich habe ihn überhaupt nicht verstanden, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Deswegen finde ich es auch völlig in Ordnung, wenn Sie es auch nicht verstehen. Und die Sache ist nur die, Sie sollen diese Techniken mal so grob gesehen haben, was da eingeht. Ja? Das ist jetzt wirklich der schwerste Satz gewesen. Und ja, jetzt haben Sie es mal gesehen. Jetzt plaudere ich lieber noch die verbleibenden 8 Minuten darüber, was wir jetzt gewonnen haben. Oder erstmal vielleicht noch eine Bemerkung. Man kann es auch mit höherer Regularität auch machen. Ja? Geht auch mit höherer Regularität. Also wenn das F zum Beispiel schon in einem H1 ist, ich schreibe aber gleich mal HK, dann ist es U in HK plus 2. Ja, einfach, Sie ändern jetzt immer die Differenzierbarkeitsordnung, steigern die noch. Sie können immer 2 Ableitungen gewinnen. Und damit können Sie auch bekommen, dass wenn das F zum Beispiel C unendlich ist, dass das U auch C unendlich ist. Ja, weil man hat so eine Einbettung, wenn der Exponent von dem H-Raum nur groß genug ist, dann bettet es ein in C1, C2, C3 und so weiter. Ja? Also C unendlich F macht ein C unendlich U. Aber eine Warnung dazu. Also es sieht jetzt total banal aus, aber es ist mir wirklich wichtig und ich habe manchmal das Gefühl, wirklich Leute sind sich das nicht bewusst, wo man denken würde, die müssten es doch eigentlich wissen. Also nehmen wir mal an, A, ich schreibe jetzt mal nicht in Divergenzform, weil das für das Argument jetzt einfacher ist, aber mit Gleich- und Divergenzform können Sie sowas Ähnliches auch machen. Also wir betrachten mal das hier. Und jetzt nehmen wir mal an, F wäre glatt. Glatt, also was immer das jetzt genau heißt, aber A nicht glatt. Das ist eine glatte Funktion, aber A ist nicht glatt. Da mache ich jetzt mal kurz das Verbrechen, dass ich durch die Matrix teile, was übrigens gar kein so schlimmes Verbrechen ist, weil A ja eine positiv definierte Matrix ist, das heißt, sie hat eine Inverse. Also sprich, sollte sagen, ich multipliziere mit der Inversen von A. Und dann sehe ich, dass DU, also schreibe ich vielleicht noch den Zwischenschritt mal hin, diese zweiten Ableitungen, naja, das... Das kann ich jetzt so nicht machen, weil das, ich habe mich jetzt, habe mir jetzt selbst ein Bein gestellt. Das ist ja was anderes. Das ist ja eine Summe A, I, J, D, I, D, J, U und multiplizieren mit der Inversen nutzt gar nichts. Also vergessen Sie das wieder. Aber stellen Sie sich einfach vor, A wäre ein Skalar. Ja? Also jetzt für das Argument, ich mache es mal in fetten Anführungsstrichen und das ist richtig, was da steht, wenn A ein Skalar ist. Dann steht da, Laplace U ist 1 durch A F. Wie gesagt, kann man normalerweise überhaupt nicht hinschreiben. Aber sollte A ein Skalar sein, ist es richtig. Und was sehen wir daran? Ja, wir sehen, wenn F glatt ist, aber A ist nicht glatt, dann ist die rechte Seite nicht glatt. Also, rechte Seite ist nicht glatt. Und da könnten Sie jetzt sagen, naja gut, deswegen kann ja das U trotzdem glatt sein. Ja? Aber wenn, hier steht, zweite Ableitungen sind gleich der rechten Seite. Also das G ist jetzt das 1 durch AF. Ja? Irgendwelche zweiten Ableitungen, naja. Ich schreibe es nochmal als deutschen Satz sozusagen. Zweite Ableitungen von U ergeben das G in irgendeiner Kombination, also in dem Fall in der ganz einfachen, nämlich D1² plus D2² und so weiter.
irgendwelche zweiten Ableitungen von U ergeben das G. Das G ist aber nicht glatt, dann ist also mindestens eine zweite Ableitung nicht glatt. Eine zweite Ableitung von U nicht glatt. Also, mit diesem Argument kann man einsehen, Sie können nicht erwarten, dass wenn die rechte, auch wenn die rechte Seite glatt ist, wenn das A nicht glatt ist, können Sie nicht erwarten, dass U glatt ist. Ja? Also, sozusagen ist U, ich hätte jetzt beinahe gesagt, U kann nicht besser sein als A, also U kann schon besser sein als A, nämlich wenn A zum Beispiel die Werte springen, dann sehen Sie hier auf der rechten Seite springen die, also die rechte Seite hat einen Sprung, dann müssen zweite Ableitungen von U müssen Sprung haben. Also dann kann U nicht C2 sein. Ja, also Beispiel F in C unendlich, A mit Sprung, also jetzt mal einfach nicht C0, dann ist auch D2U nicht in C0. Geht einfach nicht. Also damit will ich sagen, dass in unserem Satz vorkam, das A soll bitte C1 sein, damit die Lösungen glatt sind. Das ist vielleicht nicht die optimale Bedingung gewesen, aber unabhängig davon, irgendeine Bedingung braucht man an A. Man kann nicht erwarten, dass wenn A super irregulär ist, dass dann U trotzdem ganz glatt ist. So, und jetzt will ich aber lieber noch in den letzten zwei Minuten, werden eher drei, sozusagen ein bisschen Big Picture machen hier. Was wir jetzt bekommen haben, also mit diesem Satz, haben wir Folgendes. Wenn man den Grundraum x als L2 Omega nimmt, dann hat man zweite Ableitungen von U durch f beschränkt. Ja, also jetzt vergessen Sie mal den Term, der üblicherweise mit Lex Milgram dann von allein kommt. Also wir haben sowas wie U. Ah, so wollte ich es nicht hinschreiben. U ist in H2, aber das heißt, alle zweiten Ableitungen von U sind in x. Und das kann ich abschätzen durch f in der x-Norm. Ja, sehr irgendwie fancy aufgeschrieben. Wir haben den Grundraum L2 betrachtet und dann können wir sagen, also wir haben immer natürlich LU gleich F und im Grundraum L2 kann ich jetzt alle zweiten Ableitungen von U durch F abschätzen. Hier steht nicht alles, hier stehen also, gut, weder steht hier die Norm von U, aber es steht auch nicht da, was die Voraussetzungen an A und so weiter sind. Ja, aber es soll nur heißen, unter gewissen Voraussetzungen an A gilt sowas und an B und an C. Und diese Abschätzung, die ist eben super schön. Die gilt auch in anderen Räumen für andere x. Ja, also, dass man alle zweiten Ableitungen von U abschätzen kann durch die rechte Seite in einem Raum x, geht zum Beispiel im Raum LP Omega. Da sind Sie jetzt nicht sehr erstaunt. Also was man in L2 machen kann, geht auch in LP. Kritisch sind natürlich immer die Randpunkte sozusagen. Also 1 und unendlich, die nehmen wir jetzt mal raus. Ja, aber für alle anderen LP gilt das auch. Und dann gibt es, und das heißt LP-Regularitätstheorie. Ja? Wollen Sie den Beweis noch sehen? Natürlich nicht. Der ist ja, also erstmal würden Sie nicht immer sehen wollen, wenn es jetzt genauso einfach wäre wie für L2, aber es ist leider ziemlich viel komplizierter. Ja, ist verwandt mit dem Thema Calderon-Zygmund-Ungleichungen. Und dann gibt es noch einen zweiten Funktionenraum, der da gut ist, nämlich C-Alpha. Also C-Alpha, die Hölder-stetigen Funktionen, Alpha zwischen 0 und 1. Darin kann man auch eine Theorie machen. Also die rechte Seite ist C-Alpha, dann ist die Lösung U in C2-Alpha. Das ist das, was hier steht.
auch eine sehr schöne Abschätzung. Die kommt dann unter Hölder-Regularitätstheorie, unter dem Namen Hölder-Regularitätstheorie. Klar, man ist im Hölder-Raum und macht Regularitätstheorie. Oder der Name, der damit auch verbunden ist, ist Schauder. Das ist Schauder-Theorie. Nennt sich die Schauder-Theorie. Ja, es war ein Riesengeschäft, solche Regularitätsabschätzungen zu bekommen, vor allem in den 60er Jahren. Aber auch heute noch wird es weitergetrieben. Aber für uns vielleicht fast noch interessanter, dass es nicht gilt für gewisse x. Also es gibt x-Räume, so Grundräume, in denen das einfach nicht gilt. Und einer ist x gleich c0. Und das schreibt Louis Nierenberg irgendwo in irgendeinem Büchlein, Skript, schreibt er das so nett, it's a matter of life, und dann in Klammern, fortunate or not, that c0 is not an adequate function space. Also, jetzt sehen Sie sozusagen mit reichlich Verspätung, warum wir schon in Analysis 3 immer zu LP-Räume machen, warum wir dann sagen, naja, C0-Räume sind gar nicht so gut. In gewisser Weise liegt es an partiellen Differentialgleichungen, die ja dann überall in der Physik und so weiter, Potentialtheorie sind ja, kommen ja überall vor. Sie können im Raum der stetigen Funktion eben nicht gut partielle Differentialgleichungen lösen, weil sie so eine Abschätzung nicht haben. Also mit C0 auf der rechten Seite ist die Lösung dann nicht C2. Und übrigens auch nicht gut ist x gleich L1 Omega. Und da kriegen Sie auch die Antwort, warum wir LP machen und nicht nur L1. Ne? Wenn alles mit L1 ginge, dann würden wir immer sagen, integrierbare Funktion, so wie Riemann integrierbar, jetzt halt Lebesgue integrierbar, wäre auch schön. Und übrigens, worauf man ja auch kommen könnte, wäre vielleicht L unendlich. Ja? Also man hat eine gleichmäßige Schranke, aber fordert nicht die Stetigkeit. In all den Räumen ist es einfach falsch. Und für manche haben wir auch schon Gegenbeispiele in Übungen gesehen. Da müssen wir im Buch mal schauen, da sind dann die Übungen gelistet, die die Gegenbeispiele zeigen. Ja? Ach so, das ist alles für Beschränktes. In allem ist Omega beschränkt. Beschränkt und beliebig gut sozusagen. Ja? Und diese Gegenbeispiele, die sagen, selbst wenn Omega beliebig gut ist, also ein Quader oder eine Kugel, und selbst wenn A und B und C beliebig glatt sind, C unendlich, also es ist sogar für einen Laplace-Operator schon falsch, meine ich hier, die meisten Sachen, sie kriegen eben nicht rechte Seite in C0, da hatten wir mal, ich glaube in einfachen PDI hatten wir die Übungsaufgabe, wo das F so eine Reihe ist. Und dann war die Lösung, kann man dann auch angeben als eine Reihe und die Lösung ist halt nicht C2. Also, ja Moment, wenn, klar, sei Omega beschränkt, dann ist jede C0 Omega-Funktion eine L2-Funktion. Das heißt, die rechte Seite, F in C0 gemessen, sozusagen kontrolliert auch die L2-Norm. Aber dann will ich ja auch haben, dass zweite Ableitung von U in der C0-Norm gemessen beschränkt sind. Das ist also die Forderung, dass plötzlich U in C2 ist. Zweite Ableitung sind noch C0. Und das gilt eben nicht. Genauso hier, also rechte Seite oder hier. L unendlich ist natürlich auch L2. Das heißt, wenn das F in L unendlich ist, habe ich D2U in L2. Sogar nach dieser Aussage hier in jedem LP, aber ich habe es eben nicht in L unendlich. Also, nochmal kurz gesagt, die natürlichen Funktionenräume, auf die man so kommen würde, vielleicht hier könnt ihr auch noch schreiben C01, also die Lipschitz-stetigen Funktionen, sozusagen mit Alpha gleich 1, alle Grenzfälle hier sind alle falsch. Deswegen muss man halt Alpha oder P nehmen und zwar nicht am Rand. Okay, Entschuldigung, jetzt bin ich ein bisschen verspätet. Aber jetzt sind wir wirklich fertig mit der Regularität. Ja, jetzt machen wir nur noch schöne Sachen. Jetzt machen wir nur noch Maximumprinzipien.